Heute möchte ich über etwas sprechen, das wollte ich schon lange präsentieren. Und zwar, ich möchte über Srila Prabhupada sprechen, ein paar Geschichten erzählen. Und ich bin inspiriert, weil ich gerade dieses Buch hier lese, das heißt By His Example von Guru Das. Das ist ein Schüler von Srila Prabhupada, einer der ersten Schüler, der in den 60er Jahren Srila Prabhupada kennengelernt hat, in San Francisco und so weiter, dann in England war und die Hare Krishna-Bewegung in England gestartet hat und so weiter. Also einer der frühen Schüler, er hat eine Biografie oder seine Memoiren geschrieben über Srila Prabhupada. Das ist sehr schön zu lesen, sehr inspirierend und bringt uns Srila Prabhupada auch als Menschen näher. Meistens kennen wir Srila Prabhupada primär durch seine Bücher und da ist er eben der Lehrer und gibt eben die Philosophie, erklärt die Philosophie, teilweise auch streng natürlich, weil es ja eine ernste Sache, aber gleichzeitig, aber nun sieht man eben durch solche Texte und Biografien, lernt man auch Srila Prabhupada als Menschen kennen und das rundet das ganze Bild eben ab und die Person wird lebendig und man sieht einfach auch ein bisschen, ja, einfach mehr. So, Srila Prabhupada war eben eine ganz wunderbare Person. Das ist eben, was eben, das ist, was durch diese Memoiren, durch diese Aufzeichnungen, die Geschichten seiner Schüler und derjenigen, die ihn kannten, ganz klar wird. Was für eine außergewöhnliche Persönlichkeit Srila Prabhupada war, wie sehr er die Menschen beeindruckt hat. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, oder das ist eben der Grund, warum diese Bewegung so, ja, so expandierte und warum so viele Menschen, junge Menschen im Besonderen in den 60er und 70er Jahren, so viel gegeben haben, alles gegeben haben, um diese Bewegung zu verbreiten, weil es eben Srila Prabhupadas Wunsch war. So, Srila Prabhupada hatte irrsinniges Charisma in der Hinsicht, war eine faszinierende, charismatische Person und weise und freundlich, liebevoll, streng. Auch tolerant zur gleichen Zeit, also all die Nuancen einer transzendentalen Person sozusagen kommen zum Vorschein für uns, wenn man eben solche Bücher liest. Und da wollte ich eben ein paar Stücke draus präsentieren. Leider ist es in Englisch geschrieben, so werde ich einfach das zusammenfassen, was ich da gelesen habe und in deutscher Sprache wiedergeben. Vielleicht nochmal zu Beginn. Der Hintergrund von Guru Das, er war sozusagen, ja, war ein Hippie, so wie all die viele Schüler, frühe Schüler von Srila Prabhupada. Die Bewegung begann in New York. Dort hat Srila Prabhupada zu wirken begonnen und hatte dann einen kleinen Tempel. Der erste Tempel in ISKCON, den Srila Prabhupada eröffnete, war in New York, in 26 Second Avenue. Und das war ein kleines Ladenlokal, also mit einer kleinen Laden eben, mit einem Schaufenster. Und dort hat er hat im Hinterhof dann eine Wohnung gehabt und kam dann jeden Tag runter und hat Vorträge gegeben, also dreimal die Woche. Und so die frühen Schüler hatten sich da eingefunden, haben in diesem Laden gelebt, ganz simpel und einfach. Sie hatten nicht viel. Es war eine wirklich ganz, es war eine, wie sagt man, Grassroots-Movement. Da war nicht viel da. Aber da eben diese jungen Devotees, Hippies waren, von diesem Hippie-Hintergrund kamen, von denen es viele in New York gab, aber viel mehr in San Francisco. San Francisco war zu der Zeit die Hippie-Hochburg. Später hat sich das dann verlagert mehr nach London. Aber San Francisco, da war wirklich was los. Und dadurch, dass diese frühen Devotees auch solche Szene-Leute waren, viele von denen waren in dieser Hippie-Bewegung wirklich essentiell und kannten die Hippie-Größen, berühmten Dichter, Poeten, LSD. Wissenschaftler könnte man sagen, Musiker und so weiter. Also das war alles so wie eine große Familie. Heute sind das halt bekannte Namen, große Namen sozusagen, Berühmtheiten. Aber zu der Zeit lebten die recht gemeinschaftlich, könnte man sagen. So, und dadurch, dass sie diese Hippie-Bewegung sehr gut kannten, wussten sie in San Francisco, there is where it's happening, da ist was los, da müssen wir hin. Und so gingen diese frühen ersten Schüler, einer der ersten Schüler, Mukunda hieß der im Besonderen, nach San Francisco und hat dort, besonders in Haight-Ashbury, das war eben der Teil von San Francisco, der Distrikt, begonnen, ja, die Hare Krishna-Bewegung zu verbreiten.
Der Vorteil in einer Hinsicht zu heute, würde ich mal sagen, ist, dass zu der Zeit Hare Krishna vollkommen unbekannt war und unbedarft. Es gab keine Vorurteile. So this area is known as Hippie Hill in San Francisco's Golden Gate Park. Almost every day, everyone would gather at Hippie Hill, and sometimes the devotees would come and chant. And this particular day was like any other day there. But as I remember entering the park, and what attracted me was the beauty and the sound of the. I didn't even know at the time it was the Hare Krishna mantra. People had been chanting all around the Haight-Ashbury area for months and months or prior to this. The idea that Srila Prabhupada was there that particular day just captured me. That through his sound vibration, he just reached into me, reached into my heart, and somehow or other said, This one is mine. It wasn't maybe a year or so later that I had actually started to join the temple. Prabhupada had introduced something that all of the youth were really attracted to, and he was really something of a Pied Piper. You can see here how much everybody is participating. These are not just devotees, but all of the people here in the park were completely open to this. As a matter of fact, so much so that they considered the Hare Krishna to be the hippie religion at this point in 1967 in San Francisco. So many hippies were in love with Prabhupada and in love with the devotees and considered themselves very much a part of Hare Krishna. And did a lot of singing in the park. And so I used to come down, help out, and sing along too. I had been singing Hare Krishna since 63, and it seemed to me that almost as if reinforcements had arrived from India. My idea at the time was that the more swamis, the better, and the more spiritual teachers, the better. Because America seemed to have sunk in a morass of aggressive and murderous militarism in those days. That was right in the middle of the Vietnam War, and I'd come home from India via Saigon. So anybody going out on the street, particularly, and singing in the street seemed to lighten the whole American scene. That seemed like a breakthrough of joy, dancing, human voice. And so it seems like a marvelous social contribution. Heute, Hare Krishna ist leider immer noch in vielen Kreisen oder bei vielen Menschen irgendwie was Seltsames, eine Sekte, Kult, irgendwas ja, Komisches sogar, Hare Krishna. Das ist natürlich unsere Aufgabe, das klarzustellen, was es eigentlich ist. Aber zu der Zeit war das einfach was ganz Neues und eben unbesetzt, ungewerteter Titel. Sogar die Kleidung war neutral, so als Mönch rumzulaufen oder mit dem Dhoti, mit dieser traditionellen Kleidung oder das Tilak zu tragen, wie ich das hier auch habe. Ich werde öfter gefragt, was ist denn das eigentlich? Ja, das ist diese heilige Erde, könnte man sagen, oder Erde von heiligen Orten, verschiedener heiliger Orte, manchmal vom Ganges, manchmal Yamuna, manchmal vom Radhakund, manchmal von Dwarka. Das ist eben traditionell, dass man die Erde heiliger Orte dann auf sein Haupt trägt oder eben sogar ein Zeichen macht. Das ist gang und gäbe in spirituellen indischen Traditionen oder asiatischen Traditionen sogar. Sich zu heiligen sozusagen mit diesen Dingen. So, das heißt Tilak, das ist das, was die Vaishnavas tragen, diese zwei Linien, die über die Stirn nach oben gehen. Urdhva Pundra heißt das, eben diese nach oben gehenden Linien. Und dann dieser Teil, der auch ein Tulasi-Blatt repräsentieren soll. Das ist ein Zeichen, das Vishnu selbst trägt, das sogar Krishna trägt, das wir in den jahrtausendealten Schriften
erwähnt. Krishna hat auch Tilak getragen. Man trägt das, diesen Tilak auf und spricht einen Mantra dazu. Also wenn man diesen auf der Stirn trägt, sagt man Om Keshavaya Namaha. Und dann trägt man diesen Tilak auf. Das ist auch ein Symbol, dass der Körper wie ein Tempel der Seele ist und das ist das Zeichen Gottes, könnte man sagen. Also die Geweihten tragen das Zeichen Gottes für jeden ersichtlich sogar auf der Stirn, um zu zeigen, ich bin ein Devoti von Krishna, von Vishnu. Ja, wer das machen möchte, kann das auch zu Hause ausprobieren. Ich kann vielleicht mal ein Video machen, wie man das genau macht. Ist nämlich nicht so leicht, das zu lernen, aber macht man einfach nur mit dem Finger, einfach nur mit dem Ringfinger, trägt man eben diesen Tilak auf und ich mach mal ein Video, dann wenn das mehr, sagen wir so, wenn es Reaktionen dazu gibt, könnt ihr auch gleich jetzt schreiben, falls euch interessiert in der Videobeschreibung, dann würde ich mir die Mühe machen, so ein Video zu machen, aber wenn das eh keiner machen möchte, dann lasse ich das. Aber der Vorteil ist, was gut ist, man muss es ja nicht in der Öffentlichkeit tragen, aber zu Hause in seinen Zeremonien, beim Chanten und so weiter. Es hilft einfach, sich zu identifizieren als Devotee und so weiter. Also es bringt eine gewisse Sanctity, eine gewisse, was könnte man sagen, Heiligkeit ins Leben, auf den Körper. Ja. Und Srila Prabhupada hat es getragen. Wisst ihr ja, aber zum Beispiel auf dem Bild sieht man auch, Srila Prabhupada hat auch diesen Tilak getragen. Tilak heißt das Zeichen ist Tilak. Tilak. Und hat auch Wert darauf gelegt, dass das wichtig ist, eben um den Menschen zu zeigen, dass man Devotee ist, dass sowas gibt. So, jedenfalls war das zu Beginn dieser Hippie-Zeit, gerade unter den Hippies, alles kein Problem. Die waren sehr, sehr aufgeschlossen, offen für Neues, offen für anderes, Spiritualität, gerade Indien, Asien, das war alles ganz, ganz mystisch, geheimnisvoll und ja, begehrt. So kam eben Mukunda in die Haight-Ashbury und hat letztendlich dort einen, auch genau wie in New York praktisch, auch ein Ladenlokal gemietet. Nach demselben Vorbild hat man das begonnen. Und dann, als alles bereit war sozusagen, Srila Prabhupada eingeladen. Bitte komm jetzt nach San Francisco und erklär hier den Hippies, weil da waren tausende Hippies. Also zu einem gewissen Punkt, da waren in dieser Haight-Ashbury, da waren zigtausend Hippies und die waren alle offen und inspiriert, interessiert, natürlich viele auf Drogen und viele mit ihren eigenen Philosophien und nicht jeder war natürlich jetzt sofort Feuer und Flamme, aber es war ein fruchtbarer Boden sozusagen, um dort Krishna-Bewusstsein zu erklären. So, Guru Das war zu der Zeit und ist eben in dieser Situation zum Devotee geworden in den späten 60er Jahren. Als Srila Prabhupada dann ankam, wurde er auch gegrüßt von einigen Devotees, die eben da waren. Und das waren alles, wie gesagt, eben Hippies. Da war das auch noch nicht so, dass alle Dhoti trugen Tilak und rasiert waren, Kurzhaarschnitt und so weiter. Und die Frauen einen Sari trugen. Da hatten ihn viele Hippies empfangen, alle mit ihren Hippie-Outfits und mit ihren Musikinstrumenten. Und eine ganz berühmte Person war im Zentrum, das war Allen Ginsberg. Das war der berühmte Beatnik-Poet, also der hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Howl, das war unter den Hippies ganz, ganz berühmt, er hat eben ein Dichter und eine berühmte Persönlichkeit seiner Zeit. Und er auch, er war in Indien, er hat Hare Krishna gechantet, hat Srila Prabhupada empfangen, auch mit Blumen und so weiter. Und sie hatten noch Gespräche, so er war gerade zu dieser Zeit auch einfach ein Sympathisant der Hare Krishna-Bewegung. Die Devotees hatten dann sich Gedanken gemacht, wie können wir, weil sie eben wirklich arm waren, nicht viel hatten, wie können wir unsere Tempelkasse ein bisschen aufbessern. Und sie hatten die Idee, wir wollen ein Benefizkonzert zugunsten des Hare Krishna Tempels organisieren. Und dafür wollten sie eine Halle finden und da hatten sie auch gefunden, ein berühmtes, so wie sagt man, eine Halle, in der verschiedene Musiker auftraten. Dieser Raum, diese Halle hieß Avalon Ballroom. Und dort fanden sich auch die verschiedenen Bands ein, die in San Francisco lebten, zu der Zeit später sehr bekannt wurden, wie zum Beispiel The Grateful Dead, dann Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, Moby Grape und auch Big Brother and the Holding Company. Und soweit ich mich erinnern kann, war das die Band, in der auch Janis Joplin
gesungen hat, also in eine von denen, ich glaube, das war die. So, Janis Joplin war auch dabei. Und so mieteten sie diese Halle und Allen Ginsberg hat eben auch eine Ansprache gehalten, Hare Krishna gesungen auf der Bühne. So, die ganze Halle war gefüllt mit Hippies und Rockern, Hells Angels und Leuten, die voll auf Drogen waren, LSD waren, Leute, die ja alle möglichen, die ganze Bande sozusagen gefüllt für diese Hare Krishna Mantra Rock Dance, hat das geheißen. Mantra Rock Dance war die Veranstaltung. Srila Prabhupada kam dann an einen gewissen Punkt, wo da alles schon richtig im Gang war, mit diesen Strobolichtern und so weiter. Und Srila Prabhupada kam, betrat den Raum, es heißt wie. Und er kam wie Moses, der das Meer teilte, alle Schritten zur Seite öffneten einen Weg für ihn. Und er ging andächtig hindurch und betrat die Bühne und ließ dann Allen Ginsberg chanten. Der hat ein kleines Harmonium und Hare Krishna gesungen. Danach hat Srila Prabhupada ein bisschen gesprochen und auch mehr gechantet. Und als dann bei diesem Kirtan, als sie alle dabei waren, kamen diese ganzen Bands auch auf die Bühne und haben dazu mit Gitarren gespielt und so weiter. Also es war eine sehr interessante Situation, der Srila Prabhupada war, um Krishna-Bewusstsein hier den Hippies zu präsentieren. So, das war praktisch der Einstieg der Hare Krishna-Bewegung in San Francisco, zu den Hippies nach San Francisco. Und so war der Tempel und die Devotees waren in aller Munde, waren sehr beliebt. Viele Leute kamen zum Tempel, um Essen zu bekommen, vom LSD-Trip runterzukommen und so weiter. Mehr und mehr Leute haben sich angeschlossen, eben unter anderem auch der Guru Das, der eben dieses Buch geschrieben hat. So aus diesem Hintergrund kommt er. Und dann möchte ich eine Szene beschreiben, die hier wunderbar erzählt wird, wie so ein erster Kirtan. Kirtan ist eben das Chanten, wenn man zusammen Hare Krishna singt mit Musikinstrumenten oder vielleicht tanzt, wie das ausgesehen hat in dieser Hippie-Zeit. Das war, soweit ich weiß, 67 muss das gewesen sein, also 1967. Und das ist sehr spannend beschrieben. Also es kam eine stetige Gemeinde verschiedenster Charaktere in dieses Ladenlokal, diesen Radha Krishna Tempel, so hat es auch geheißen, stand drauf, Radha Krishna Tempel, für diese abendlichen Chanting Sessions mit Tanzen und Feast, also mit vegetarischem Essen. Jerry Garcia von den Grateful Dead hat einen großen Herd gespendet, ein Gasherd, so konnten die Devotees dann besser kochen und auch Chapatis machen. Chapatis sind diese Fladen, Brotfladen, sehr, sehr lecker, sehr simpel zu machen. Wer wissen möchte, wie das funktioniert, kann das googeln. Oder ich habe ein Video vor kurzem gemacht über das vedische Kochbuch, da steht das genau drin. Das war auch das Erste, was ich gekocht habe, als ich noch Student an der Uni war. Ich hatte eine Wohnung und so weiter und dann hatte ich auch dieses vedische Kochbuch dann gehabt. Ich habe alle Bücher gekauft, die es so im Tempel gab und lebte in meiner Wohnung und dann dachte ich jetzt, und ich war kein Koch, also Kochen war nicht so mein Thema, ist es bis jetzt auch noch nicht. Ich meine, ich kann schon was machen, ist nicht so schlimm. So, jedenfalls, ein Freund von mir war da und wir haben gesagt, okay, jetzt kochen wir was aus diesem Kochbuch. Und wir haben das durchgeblättert und wie es halt so ist, vedische Kochkunst, da gibt es viele Gewürze und viele Zutaten, da wusste ich nicht mal, was das sein soll und geschweige denn, wo ich das kaufen soll. Aber dann fanden, und da haben wir immer die Rezepte durch, okay, nee, das können wir nicht, oder das können wir nicht, oder das können wir nicht. Das war ziemlich frustrierend, weil ich konnte mir gar nichts anfangen damit. Aber dann fand ich eins, ich habe die Zutaten gelesen, Mehl, Wasser, Salz. Da dachte ich, oh, das kriegen wir hin, das können wir machen. Okay, was ist denn das? Chapati, ne, das sind diese Brotfladen. Wird beschrieben, wie das gemacht wird. Macht einfach den Teig. Du musst einfach nur Teig machen, du rollst die aus. Und dann stand, über offener Flamme soll man sie, also als erstes soll man in der Pfanne, soll man sie an, wie sagt man, backen sozusagen. Und dann über eine offene Flamme halten, damit sie eben aufgehen, weil die gehen dann so auf. Und dachte, offene Flamme haben wir nicht, ich hatte nur einen Elektroherd. Okay, kein Problem, wir hatten einen Garten, haben wir einfach ein Lagerfeuer schnell gemacht. Ein schönes Lagerfeuer und dachten, das ist eine Flamme, ja, da können wir es dann machen. Ja. Und dann haben wir sie eben in der Pfanne angebraten, dann sind wir schnell rausgelaufen, haben sie in die Flamme gehalten und siehe da, sind wirklich aufgegangen. Da waren wir sehr erstaunt, dass das so gut und einfach funktioniert.
Am Schluss sollen wir noch ein bisschen Butter drauf machen. Und dann haben wir einfach hier so 20 solche Fladenbrote gegessen und waren ganz happy. So, das war meine erste Erfahrung mit vedischer Kochkunst. So, hier auch die Devotees hatten so einen tollen Herd mit Gas. Und jeder, der ein bisschen kocht, weiß, dass man mit Gas viel besser kochen kann als auf Elektro. Ich weiß nicht, ob das subjektiv ist oder objektiv, aber in meiner Erfahrung auch auf Gas zu kochen macht viel mehr Spaß. Und in besonderen Chapatis kann man direkt in die Gasflamme halten und tschu, gehen die auf. So, da kamen so viele Leute in den Tempel und standen von ganz, also der Raum war recht länglich und hinten hatten die solche schwingenden Türen, scheint so, er sagt Double Dutch Doors, was das genau ist, weiß ich jetzt nicht, aber und die Leute füllten den ganzen Tempelraum, also sehr groß war nicht, das waren vielleicht, ich schätze mal so 50, 60 Quadratmeter oder so und länglich, also länglicher Raum und vorne war der Altar und hinten war der Eingang und das Schaufenster und der ganze Raum war gefüllt mit verschiedensten Hippie-Charaktere und auch Devotees und Devotees, die schon richtig strikt waren mit Dhoti und abrasiert und manche, die noch nur Dhoti hatten, aber noch lange Haare und Bart vielleicht und so weiter, also eine ganz wilde, bunte Mischung. Und eines Abends öffneten sich die Tore, also die Türen, und es kam ein mit zerzausten Haaren und Zahnlücken aussehender Jugendlicher mit einem selbstgemachter Kleidung. Das heißt dann nachher auch, die Leute hatten zu der Zeit, die Hippies hatten sehr gerne ihre Kleidung selbst genäht, war alles sehr individuell. Er nannte sich selbst Rabbit. Und hat sich nicht darum gekümmert, die Tür wieder zu schließen. Hinter ihm kam der nächste Typ, Israel hat er geheißen, ein gelehrt aussehender in seinen späten 20ern. Israel hatte auch eine Brille und einen, wie sagt man, Topknot, also die Haare, länge Haare und dann auf einen Topknot zusammengebunden. Und er hatte auch eine Trompete, mit der ausgestattet war, um bei den Kirtans mitzumachen, mitzusingen, zu tanzen und zu chanten. Dann kamen drei schmutzig aussehende und sehr stille Typen rein, die sich einfach hinten an die Wand stellten und nichts weiter taten als das. Die haben sich einfach hingestellt, so ein paar, wie sagt man, heruntergekommene Jungs. Sie standen einfach da, haben nicht gesprochen, haben nirgends hingeguckt, einfach nur gewartet. Mit der Zeit haben sie angefangen, Interesse zu zeigen, besonders am Essen. Weil nach diesen Sessions, nach dem Kirtan, der Kirtan wird nachher gesagt, ging eine Stunde lang, haben die Leute gechantet und getanzt und waren in Ekstase. Und dann hat Srila Prabhupada ein bisschen erzählt über die Philosophie, ein paar Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann gab es das berühmte Hare Krishna Festessen. Und da hatten diese drei stillen Typen hier sehr viel Interesse gezeigt. Sie haben fast nie gesprochen, aber irgendwann uns mal gedeutet, sie haben nicht gesprochen, aber irgendwann gedeutet, sie würden gern ein bisschen mithelfen, auch etwas Praktisches für den Tempel zu tun. So, am Eingang vor dem Schaufenster hatten wir ein paar Pflanzen in Töpfen, die gespendet wurden von den Patels einer lokalen ostindischen Familie. Ich fragte die drei, ob sie bereit wären, diese Pflanzen zu gießen und so füllte ich eine Gießkanne für sie an, gab sie ihnen, damit sie eben diese Pflanzen gießen könnten. Sie gingen zu diesem Schaufenster, die traten auf diese Plattform, ist etwas erhöht, und begannen Wasser überall hin zu schütten. Überall, in jede Ecke, auf die Plattform, auf sich selber, alles nur nicht auf die Pflanzen. Und einer von diesen Typen ist dann rumgelaufen und hat auch auf die Pflanzen raufgetreten. Und so sagt Guru Das, hat er sie runtergeholt, in die Ecke gestellt, sagt, okay, lass das mal besser sein. Und so, wenn diese drei einfach mal in der Ecke ruhig standen, da waren alle zufrieden, weil denen konnte man nichts wirklich zutrauen. Einmal hatten sie auch diese drei Air-Headed Space Cadets, also luftköpfige Raumkadetten, wenn man das so übersetzen kann, hatten eine Aufgabe bekommen, die Umschläge zu lecken. Ja, also man Umschläge für Briefe zu lecken und da mussten die irgendwas abschicken. Nur zur Information, wir machen das nicht mehr als Devotees. Erstens mal schlägt man nichts ab, außer vielleicht irgendwas, was man essen kann.
weil Speichel ist nicht gerade die sauberste Sache. Und deshalb, wenn man sowas macht, dann vielleicht mit ein bisschen feuchten Finger oder was, aber nicht jetzt abschlecken. Manchmal Leute schlecken sich auch den Finger ab und machen dann, blättern die Bücher um und so weiter. Oder mit dem Speichel reinigen sie irgendwas, sich selbst oder irgendwas. Und das tut man nicht als Devotee oder letztendlich zivilisierter Mensch. Das mag vielleicht nicht so bewusst sein, klar sein, aber so ist es, ja. Nichts abschlecken. So, die haben diese Briefumschläge abgeschleckt und sich und die nicht nur die Briefumschläge, sondern auch die Briefmarken und sich die selber überall hingepickt, wie sagt man, geklebt und so hat man oder wenn sie dann hatten sie mal Gemüse schneiden sollen und das war auch sehr gefährlich, weil ja, da kann man sich mal vorstellen, Gemüse schneiden, die drei, was da wohl passiert. So, deshalb hatten sie einfach nur gesagt, okay, stellt euch in die Ecke, chantet einfach mit und wenn es Essen gibt, esst mit. So, wenn die ruhig waren, dann waren alle anderen auch ruhig. So, we eventually nicknamed them the three wise men. So, wir haben sie letztendlich dann, Spitznamen haben wir ihnen gegeben, die drei weisen Männer. Weil sie sahen eben so aus wie die, eine ein bisschen heruntergekommene Version der heiligen drei Könige. Weil wir ihre Namen nicht kannten, hatten wir ihnen einfach Namen gegeben. So hatten wir sie genannt Frank, Incense and Murray. Ja, so das Erinnerung an die drei heiligen Könige. Dann kam auch Surendra, ein junger Bengale, der natürlich gerne im Tempel war, weil das ist auch heute noch die Situation, dass Menschen von Indien kommen, unsere Tempel besuchen und sich sehr identifizieren damit, weil das ist so ein Stückchen Heimat für sie. Und so war auch Surendra da, ein Junge aus Bengalen. Und es heißt, er war sehr ernst und sehr demütig und sehr zufrieden. Aber wenn dann diese Hippie-Mädchen kamen, die teilweise nicht sehr viel anhatten, könnte man sagen, sehr leicht bekleidet waren, dann war es sehr abgelenkt und konnte nicht aufhören, da hinzusehen, weil aus so einer traditionellen bengalischen Kultur, gerade noch vor, naja, sind jetzt 60 Jahre oder so, da war das noch im Besonderen nicht üblich, dass Frauen sehr leicht bekleidet waren oder Miniröcke oder viel Körper zeigen. Also das kennt man da gar nicht so. Der war da letztendlich überfordert mit der Situation. So, das ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil unserer freizügigen Zeit, wenn wir mit der aufwachsen, sind wir dann abgehärtet. Aber wenn es nicht wäre, wäre auch besser in einer Hinsicht, wenn man nicht diese ganzen Samskaras und Eindrücke, der, ja, so lustvolle Eindrücke, nicht lustvoll, aber wie ist das Wort, also so solche Eindrücke sammeln würde, weil eben in einer spirituellen Lebensweise ja, die Sexualität eher sehr eben verantwortungsbewusst damit umgegangen wird und auch wie sich die Menschen und gerade die Frauen, die ja eine gewisse natürliche Anziehung haben, dann in der Öffentlichkeit geben. Aber gerade da bei den Hippies war ja alles frei, freie Drogen, freie Sex, freie Liebe, alles. So hatten sie, klar, wenn das unterdrückt wird, ja, wenn Sexualität und Freiheit an sich unterdrückt wird in einer sehr materialistischen Gesellschaft, irgendwann möchte da der Mensch ausbrechen. Und so sahen sich die Hippies auch, oh, jetzt mal nichts mehr machen, was unsere Eltern gemacht haben, diese ganze Brüde, diese Lebensweise. Und das war es ja auch, ne? Nach außen hin, das war eines der ersten Sachen, das mir gesagt wurde, als ich in Amerika war. Die Amerikaner sind total prüde. Nach außen geben sie sich ganz fromm und brav und das darf man nicht und das darf nicht, aber was dann in den vier Wänden passiert und besonders im Schlafzimmer, ist genau das Gegenteil. Und so ist das natürlich ähnlich hier, dass die Hippies da ausbrechen wollten und diese Scheinheiligkeit überwinden wollten. Wohingegen in einer zivilisierten Kultur, einer spirituellen Kultur, das Bewusstsein viel höher ist und dadurch lebt man sehr. Es sieht vielleicht brüde aus, aber es ist hinter der Fassade nicht das Gegenteil, weil diese äußere, unerotische Lebensweise, Aussehen und so weiter, unsinnliche, würde ich mal fast sagen, ja, würde ich sagen, unsinnlich, nicht auf das Sinnliche, auf das Körperliche, nicht so körperlich betont ist, ist Ausdruck der inneren spirituellen Orientierung.
So, das ist nicht so, dass man eine aufgesetzte Spiritualität hat, in der etwas wie Sexualität verdammt wird und jetzt muss man ganz brüde sein. Aber eigentlich hat man die ganzen Wünsche und wenn man dann könnte, dann lebt man das aus. Sondern man versteht, dass man nicht der Körper ist, ein spirituelles Lebewesen, dass man, wie gesagt, respektvoll mit den Dingen umgehen soll und vorsichtig, die uns mehr in die körperliche Situation ziehen. Und durch die innere spirituelle Erfahrung und Weisheit, dass dann keine Unterdrückung der inneren, ja, der Dränge ist, der Triebe sozusagen, sondern eine Transformierung dieser Anhaftungen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt irgendwie klar machen. Verschiedenste Leute kamen zum Tempel und auch sehr sleek Girls. Ich weiß jetzt nicht, wie sleek, was man da sagen könnte, aber ein bisschen, ja, also leichte Mädchen vielleicht, wenn man das so übersetzen kann. Leichte Mädchen kamen, um auch zu tanzen und ihre Bäuche zu füllen und zu chanten. Jede Nacht kamen auch die, und am Abend kamen auch eingeweihte Devotees in den Tempel. Und so hatten sie dann begonnen, zusammen Hare Krishna zu chanten. Um 7 Uhr abends kam dann Bhaktivedanta Swami, also Srila Prabhupada, betrat den Raum mit erhobenem, leicht erhobenem Kopf und gleichzeitig sah er sehr nobel und unbeeindruckend aus. Also wie sagt man, nicht unbeeindruckend, unassuming. Also nicht, hat sich nichts eingebildet, könnte man sagen. Einfach ganz unscheinbar betrat er den Raum, obwohl alle Augen auf ihm waren. Upendra, also sein Diener, Personal Servant oder Sekretär, könnte man sagen, stolperte hinter ihm auch hinein wie einer von den Zwergen von Schneewittchen. Der Swami sah nicht in irgendjemanden besonders an, aber er umarmte uns alle mit seiner Präsenz. Er lächelte, ging zum Altar und setzte sich auf das unter das neu gemalte Panchatattva-Bild. Swamiji, zu der Zeit nannten sie eben Srila Prabhupada Swamiji, das war noch bevor er ihnen erklärte, dass der ehrbare, ehrenhafte Titel für den Spiritualmeister Prabhupada ist oder Vishnupada und so weiter. So nannten sie ihn Swamiji. Er sang die Vandeham-Gebete, die eben die Linie seiner spirituellen Meister verehrt. Und diese Klänge beruhigten uns alle. Diese Gebete endeten genau an dem Punkt, als die Sonne ihre letzten Strahlen in den Tempel vom großen Zimmer, Fenster aus hineinströmen ließ. Dann nahm Srila Prabhupada die Karatalas, also diese Zimbeln, heraus und begann eben diesen 3-Beat zu spielen. Und begann eben in seiner wunderbaren Stimme den Hare Krishna Mantra zu singen. Ich habe gerade vor kurzem ein Video auch hochgeladen, in dem ich dieses Chanten von Srila Prabhupada zeige. Also ich habe einfach die MP3-File mit einem hochgeladen und dann ein Bild, Standbilder von Srila Prabhupada hineingemacht, in dem Prabhupada eben diese Vandeham-Gebete singt. Ja, Vandeham, Shri Guru, Shiyuta, Padakamalam und so weiter. Sehr, sehr schön. Und dann Hare Krishna. Und am Ende auch eine Erklärung zum Hare Krishna-Mantra. Ich werde einen Link dafür in die Videobeschreibung machen, wer das direkt nochmal hören möchte. Das kann man wirklich immer wieder hören. Wunderschön, Srila Prabhupada singen zu hören. So, wir konnten nicht sitzen bleiben, wir sprangen auf, alle gleichzeitig und begannen zu tanzen. Hayagriva blies sein Kelphorn, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie so ein Horn. Jemand anders hat verschiedene Trommeln geschlagen, die einen Rhythmus angegeben hatten. Wir haben Hare Krishna Mantra gesungen und dieses Hare Krishna Mantra wuchs in mir mehr und mehr und mehr als der Swami eben dieses Singen anführte und es wurde richtig Spaß. Kirtan dauerte meistens mindestens eine Stunde. Der Klang ging verschiedene Ebenen durch. Er war am Anfang leicht und süß und dann wurde es immer freudvoller und auch schneller und am Ende hörte alles auf mit einem ganz, man hatte ein ganz wunderbares, reines, erhobenes Gefühl, wenn der Kirtan vorbei war. So, das soll Kirtan eigentlich sein. Kirtan soll nicht unnötig melodiös sein, um abzulenken vom Mantra. Man soll nicht verschiedenste Melodien singen mit tausend Instrumenten und dann sich eben verlieren in den technischen Sachen, sondern man soll immer den Mantra im Fokus haben
Und auf dieser Klangschwingung soll unser Bewusstsein reisen, könnte man sagen. Und so kommt man in höhere Sphären und nicht eben durch irgendwelche materiellen Dinge. Die Augen vom Swami waren geschlossen, sein Kopf verschwenkte sich von Seite zu Seite. Meine Arme waren ausgestreckt in meinem Trance-Dance und so war ich wie Korn im Wind. Der Klang wurde eben lauter und ein bisschen schneller. Israel ist aufgesprungen, sprang auf und ab. Er tanzte in einem Kreis und blies seine Trompete. Ein blondes Mädchen, nackt unter ihrem selbstgemachten Kleid, ist auch herumgesprungen, hat getanzt. Ihr Kleid ist ein bisschen provokativ von ihren Schultern gefallen. Ich wurde abgelenkt von ihr und viele Augen gingen in ihre Richtung. Und auch die Brahmacharis, also die Mönche, hatten unter ihren eigentlich vorgetäuscht geschlossenen Augen auf sie geblinzelt. Diese unschuldige, singende Waldnymphe war sich nicht bewusst über die ganze Agitation, die sie um sich herum kreierte. Bemerkend, was vor sich ging, hat der Swami seine Augen geöffnet. Das Mädchen war nun direkt vor ihm und hat getanzt wie in dem Avalon Ballroom. Also einen ganz wilden Hippie-Tanz hat sie da aufgeführt. Der Swami schien von ihr überhaupt nicht beeindruckt zu sein, hatte keinen Ausdruck im Gesicht, sondern hat einfach weiter gechantet. Der Teil war, in dem die Kongregation, also die Gemeinde, gechantet hat, bei dem Chanten geht das ja immer so vor und zurück. Man singt vor, Hare Krishna, Hare Krishna, und dann singen die anderen den Mantra auch durch. Und als das der Teil war, als alle anderen gechantet haben, hat er mich vorgeholt. Also der Swami hat dem Guru das gerufen und sagt, that girl must be covered. Das Mädchen, das muss bedeckt sein. So, wenn ich sie im Avalon Ballroom gesehen hätte, noch vor einiger Zeit, hätte ich wahrscheinlich selbst mit ihr getanzt. Aber nun ging ich und holte einen alten Sari, den die Damen, Matajis, also die Devotee Ladies, verwendeten beim Kochen und habe ihn ihr einfach umgelegt. Und nun muss ich mich um ihren Tanzstil kümmern, dachte nun Gurudas bei sich. Doch er musste sich darüber keine Gedanken machen, denn einfach durch das Bewusstsein, das kreiert war, weil sie auf einmal diesen Sari trug und bedeckt war, und der Sari symbolisiert ja auch eine gewisse Scheuheit und Unschuldigkeit, hat sie sofort ein anderes Bewusstsein bekommen, sagt er hier, und hat geguckt, wie die anderen Damen tanzen, die Matajis, eben diesen Schritt rechts und links Schritt und einfach sehr graziös und simpel. Und so hat sie sofort diesen Tanzstil angenommen. Oftmals kamen eben Mädchen mit diesen leichten, selbstgemachten Kleidern, die manchmal auch runterfielen und auch vor dem Swami getanzt haben. Aber nicht wie andere Swamis und Gurus, die vielleicht irgendwie lustvoll wurden oder so, war der Swami immer frei von diesen körperlichen Anziehungen und von Lust. Einmal war ein besonders fast nacktes Mädchen in San Francisco, und er hat Saradir gefragt, eine neue Devotee, Mataji-Dame, ob sie nicht ein Sari umlegen konnte. Also das war die Situation, das ist klar. Ne? Hippie-Zeiten, da ist das gang und gäbe sozusagen. Es hat sogar Communities gegeben, da waren alle immer nackt. Also das war für manche kein großes Problem. Aber im Hare Krishna Tempel nicht. So, für alle von euch, die teilweise leicht begleitet rumlaufen, bitte nicht im Hare Krishna Tempel. So, er machte das aber nicht aus Lust, wenn er sagte, sie muss sich bedecken oder so, sondern weil das eben ablenkend war für andere. Aus diesem Grund, sicherlich war ich abgelenkt von jungen, hübschen Mädchen und von meiner spirituellen Praxis abgelenkt. So, deshalb wird Kirtan und bei spirituellen Zeremonien in Tempeln werden die Männer und Frauen auch getrennt. Also Frauen auf einer Seite, Männer auf einer anderen Seite, um eben diesen möglichen Ablenkungen zu entgehen.
Und so machen wir das auch in unserem Hare Krishna Tempel, was uns manchmal auch vorgeworfen wird, das ist ja altmodisch und wie kann man das nur machen, Frauen und Männer trennen, gerade in der heutigen Zeit. Aber da bleiben wir strikt, weil das wichtig ist und hilft. So, der ganze Raum war nun am Singen, am Chanten, am Tanzen und Yamuna, das ist die Frau von Gurudas, rief Hari, Hari Bol mit ihrer speziell durchdringenden Stimme und spirituellen Kraft. Ihre Schwester Janaki hat das ihr nachgemacht. Mukunda hat die Trommeln expert, also sehr gut gespielt und der Rhythmus wurde immer schneller. Und ich fühlte mich fast, als würde ich meinen Körper verlassen in spirituelle Ekstase. Wir kamen in diesen stetigen Fluss der Ekstase. Nach einiger Zeit hat der Swami den Beat, den Rhythmus mit seinen Karatals, Handzimbeln noch erhöht, es wurde schneller, der ganze Raum schien zu explodieren, die ganze Stadt hat gerockt, die ganze Welt hat vibriert und das ganze Universum schien in Balance zu sein und ich fühlte transzendentale Glückseligkeit. Die Bongos, die Zimbeln, die Hörner, die Trompeten, die afrikanischen Instrumente stoppten alle an einem Punkt wie an einem Punkt. Swamiji ruft Gaura Premanande Hari Hari Bol in einer Stimme, die gleichzeitig sehr süß, aber auch ernst war, rezitierte er nun die ganzen Namen der vorangegangenen großen Lehrer. Wir fielen alle auf den Boden und haben uns verneigt. Wir saßen uns nun alle aufrecht hin, als nun der Swami begann zu sprechen begann. Der Swami setzte sich auf seinen Sitz und sagte, danke vielmals, ihr netten Jungen und Mädchen, dass ihr gekommen seid und die Worte des Swamis wurden unterbrochen von lautem Trommeln oder Geräuschen an der Wand. Das kam vom nächsten Apartment, von unseren Nachbarn. Die eingerahmten Bilder an der Wand wackelten alle und wieder hörte man laute Klopfen. Der Swami fuhr fort, dass ihr gekommen seid und diesen Hare Krishna Mantra mit uns chantet. Der Swami hat sich nicht unterbrechen lassen von diesem auf einmal diesen lauten Geräuschen, die da vom nächsten Raum kamen. Doch er hat an einem gewissen Punkt aufgehört zu sprechen. Er rief mich zu sich ganz nahe und sprach in mein Ohr. Und ich habe mich sehr privilegiert gefühlt, dass er gerade mich gerufen hat. Was ist dieses Geräusch? Fragte er. Ich weiß es nicht, antwortete ich. It comes from next door, also es kommt von nebenan. Neben uns war das God's Eye Ice Cream, der God's Eye Ice Cream Laden. Also Gottes Augen Eisdiele, die göttliche Augen Eisdiele, God's Eye Eisdiele. Und das war so der Abhängpunkt und auch Versteckpunkt der Hell's Angels. Es war eigentlich das Hauptquartier der Diggers, einer anarchistischen Organisation, die von Emmett Grogan und Peter Coyote geführt wurde. Die glaubten, dass alles allen gehören sollte und deshalb für gratis sein sollte. Die Diggers hatten diesen Gratisladen und egal was es da gab, konnte jeder mitnehmen. Es war alles gratis. Es gab sogar einen Mantel, also soweit ich richtig verstehe, ein ganzer Mantel, Coat, der eingeträufelt war oder soaked, wie sagt man, ja, mir fällt gerade das Wort nicht an, also der eingeträufelt war mit LSD, dass die Leute einfach mitnehmen konnten oder ein Stückchen nehmen konnten, wenn sie das wussten, um dann einen Trip zu haben. Die Polizei hat diesen Laden öfter mal überprüft und so habe ich den Angels erzählt, eine Taktik erzählt, die wir auch in der Zivilbürgerbewegung schon angewandt hatten, und zwar, dass wir Filme gemacht haben, um dann zu zeigen, wie die Polizei uns eben, illegal sozusagen behandelt hat. So haben die Hells Angels eben einfach alte Kameras genommen und so getan, als würden sie die Polizei filmen, wenn sie gekommen sind, und so zogen die Polizisten auch schnell wieder Leine. So, das Klopfen an der Wand ging weiter. Und so sagte der Swami zu mir, geh mal und schau mal nach, was das für ein Geräusch ist. Und frag sie, ob sie damit aufhören könnten. Ask them to stop. Also sag ihnen, sie sollen aufhören.
Yes, Swamiji, ja, Swami, sagte ich. Warum ich, dachte ich. Ich trage eine Robe, also diesen Dhoti. Ich bin high vom Kirtan und nun muss ich mich den Hells Angels gegenüberstellen. Diese meine Kleidung gegen Leder, Fingerzimbeln gegen Messer, Chopperketten gegen Schlagringe, geboren um zu verlieren statt Hare Krishna und verschiedene Juggernaut-Wagen statt Harley-Davidson. Der Swami begann weiter, die Gemeinde anzusprechen. Ich sehe, ihr seid alle glücklich, habt glückliche Gesichter vom Chanten und ihr fühlt die Freude, die dieses Chanten der heiligen Namen verursacht. Ich habe mich entschuldigt und ich ging hinaus in die kühle Nachtluft und fühlte mich sofort ein bisschen entspannt. Started to breathe more easily, ich begann leichter zu atmen. Ich hörte das laute Lachen von innerhalb des God's Eye. Ja, dachte ich, in Gottes Augen, sicherlich wird mich da Krishna beschützen. Mein Hals war ganz trocken und ich klopfte an die Tür. Mit einer Gesichtsnarbe übersäter, aber doch irgendwie hübscher, handsome, also schön, gut aussehender, Hells Angel öffnete mir die Tür. Er trug Swastikas und viel schwarzes Leder. Er starrte mich an. Ich habe seinen Blick gehalten und zurückgestarrt. Sechs mehr Angels haben mich umzingelt. Und dann ein tätowierter Born to Lose Arm hat mich hineingerufen in den Laden. Entschlossen, aber ruhig, ging ich hinein und sagte ganz unkonfrontational, wie sagt man, unconfrontational, kann ich jetzt nicht übersetzen, sagte ich, der Swami möchte nun sprechen. Wir haben uns gewundert, ob ihr vielleicht eure Party ein bisschen leiser feiern könnt. Sie haben nichts gesagt und ich bin aber da geblieben. I persevered, ich habe durchgehalten und gesagt, weil dieses Klopfen an der Wand, das unterbricht ihn. Viele Leute sind gerade drüben und wollen ihn hören, was er eben zu sagen hat. Ihr könnt auch vorbeikommen, wenn ihr wollt. Einer der Angels hat mich angestarrt, noch ein bisschen länger angestarrt. Und auf einmal begann er zu lächeln und sagte, es war euer Singen, das uns so verrückt gemacht hat. So haben wir so viel getanzt und sind gegen die Wand gekracht die ganze Zeit. Hey, euer Swami, wenn der sprechen möchte, das ist vollkommen okay für uns. Your guru is heavy man. Ja, euer Guru ist wirklich heavy. Sein mit Zahnlücken übersätes Lächeln hat mich umarmt. Ich dankte ihm. Als wir eben Nachbarn waren, haben wir uns mit der Zeit besser und besser kennengelernt und sie kamen öfter zu uns rüber, um zum Essen und für Räucherstäbchen oder wenn sie Zucker brauchten. Und nachdem ich sie getroffen habe, und ihnen das gesagt habe, jedes Mal, wenn sie hörten, dass der Kirtan aufgehört hat, haben sie auch aufgehört, laut zu sein. Und ich konnte mir richtig vorstellen, was da drüben los war, dass eben der Chef gesagt hat, hey, der Swami spricht nun, haltet die Klappe. Die Angels waren auch die Security Guards bei unserem Mantra Rock Dance und anderen Veranstaltungen wie beim Jagannath Ratha Yatra. Weil sie unsere Security Guards waren, wollte keiner sich mit uns anlegen, Und so wurde Krishna auch bekannt in dieser Szene. Niemand wollte sich mit ihm anlegen. Als andere davon erfuhren, dass die Hells Angels gute Securities waren, haben sie sie auch gemietet für ihre Veranstaltungen, aber das alles hörte dann abrupt, schlagartig auf, als sie bei einem Rolling Stones Konzert in Altamont ein paar Leute umgebracht haben. Srila Prabhupada Ki Jai. So, das war eine Szene, die ich euch erzählen wollte. Die hatte ich gelesen, war wirklich sehr amüsierend und schön und faszinierend, spannend, cool. Und wollte euch das präsentieren. Ich hoffe, dass das auch mit meiner Übersetzung hier so einigermaßen rüberkommt, gekommen ist. Aber es zeigt eben so eine kleine Szene der anfänglichen Hare Krishna-Bewegung. Das ist jetzt meistens anders. Aber ich muss sagen, als ich gejoint bin in Wien damals, 2002, 2001 habe ich es kennengelernt. Ich will nicht sagen, dass es so war, aber die Stimmung war locker. Es war eine junge Crew, die Regeln und Regulierungen, klar, die grundsätzlichen Dinge waren klar.
aber die Details waren noch nicht so ausgeprägt und das war irgendwie ein guter Übergang für mich von meinem hedonistischen Leben dann zu einem strikt monastischen Leben. So, das war ein guter Übergang. Es war nicht wirklich ein Tempel, den wir da auch hatten. Das war ein Predigerzentrum. Wir hatten keine Bildgestalten, Deities und so. Es war ein kleiner Altar da mit Bildern. Aber wir waren alle inspiriert, wollten Bücher verteilen, wollten predigen, wollten Krishna bewusst werden und manchmal kann ich das so ganz leicht nachempfinden. Sicherlich nicht so, wie es damals war und diese Intensität und so weiter und diese Stimmung, aber so ein bisschen. Ja, wenn ich jetzt unseren Tempel betrachte, hier Simhachalam, ist ja alles abgesetzt, seit Jahrzehnten funktioniert hier alles und sehr diszipliniert, ordentlich, gleichzeitig herzlich und nett und ist auch eine junge Crew hier, die alles leitet. Ich meine, der Tempelpräsident ist, wie alt ist er jetzt? 25 oder so. Sicher eine Ausnahmesituation. Ich habe hier eine gewisse Rolle, bin auch nicht so alt. Dann haben wir ein paar andere in unserem Tempelrat als recht junge Leute, was auch die ganze Sache sehr angenehm hier macht. Kann nur empfehlen, wenn jemand mal besuchen kommen möchte. Wir sind, ja, unsere Tore stehen offen und den Tempel und uns kennenzulernen. Aber das ist eben, was mich da manchmal erinnert an diese interessante Kombination von strikten Krishna-Bewusstsein, was ja schon wirklich so ein Abschluss ist mit dem materiellen Leben, aber doch, man bringt so materielle Tendenzen mit und wie sich das am Anfang so vermischt und das dann so ein Knäuel ist sozusagen und dann, wenn man voranschreitet, wie sich das alles löst und man distanziert sich dann wirklich von diesen materiellen Anhaftungen. So, vielleicht werde ich noch in Zukunft noch ein paar mehr Geschichten erzählen über Srila Prabhupada und seine Zeiten und so weiter. Um einfach, wie gesagt, Srila Prabhupada kennenzulernen, ihn wertzuschätzen und dass wir Srila Prabhupada sozusagen in unserem Herzen mehr akzeptieren und dann auch seine Bücher mehr akzeptieren und dann die Ratschläge, die er uns gibt, akzeptieren, um dann wirklich unser Leben konsequenter für Krishna zu nutzen. Danke für eure Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt bitte diesen Knopf da unten, gefällt mir Knopf, das könnt ihr jetzt machen und falls ihr es noch gerade jetzt nicht gemacht habt, könnt ihr es jetzt machen oder jetzt. Könnt ihr den Kanal auch abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Das hilft mir sehr weiter. Dann wird der Kanal bekannter und Krishna wird bekannter, weil ich versuche einfach Krishna und Prabhupada zu und so weiter zu präsentieren, vedisches Wissen. Dieser Kanal lebt von Spenden. Ich teile es dafür auch in der Videobeschreibung und so freue ich mich aufs nächste Mal. Hare Krishna!